Servus, Bremen-Fans, hier ist Sebastian B., Bremen-Fan aus Bayern. Darum kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht's um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder. Dreierlachs, Bremen. Und heute, ich habe da mal was vorbereitet, geht's meine absolute Lieblingskategorie Power Ranking Bundesliga. Im Gegensatz zu den anderen Power Ranking Videos gibt es eine kleine Änderung. Ich habe mein Kamerabild deutlich verkleinert. Das natürlich als Ego-Mensch ist es natürlich für mich eine absolute Katastrophe, mich selbst nicht groß zu sehen. Was für eine Schande. Aber Vorteil, ihr seht mehr vom Inhalt. Und daher seht ihr drei Sachen. Rechte Seite ist das Power Ranking, was ich euch dann zeigen werde live, wo ich die Logos hinschiebe. Es wird ein Fest. In der Mitte seht ihr die Formtabelle der letzten 5 Spiele und links sehe ich die Formtabelle der letzten 3 Spiele, damit ihr das etwas besser nachvollziehen könnt, welchen Quatsch ich da mache. Und wir gehen auf direkt auf Platz 10 und da nehme ich, war letzte Woche raus, ich nehme tatsächlich den FC Bayern München. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, eigentlich ist das unfair, der FC Bayern München ist in der Top in der 5er-Tabelle, also die 5 ist die letzten 5, die 3er-Tabelle ist die letzten 3, wir haben es jetzt geklärt. Also in der 5er-Tabelle sind sie 3. und in der 3er-Tabelle sind sie 10. Da werden andere Mannschaften wahrscheinlich einen Tick höher gerankt, aber man muss sagen, die Bayern, die Niederlage in Mainz, die war so katastrophal. Es ist so viel Unruhe bei Bayern, wie schon seit 10 Jahren nicht mehr. Daher, jetzt haben sie wieder gewonnen. Das war aber auch ein sehr unglücklicher Sieg, muss man, oder das heißt unglücklicher, für Bayern gegen Hertha, nicht standesgemäß. 2 Tore nur geschossen. 2-0 hört sich einfach nicht gut an, wenn ich da merke, dass Bremen da 4-0 mal vorne war gegen die gleiche Truppe. Ja, dann ist es einfach nicht gut genug. Aber Bayern müssten eigentlich höher sein, aber mit dem Chaos drumherum, Bayern hat nicht mehr verdient wie Platz 10. Platz 9. Diese Truppe, ja, apropos wieder SV Werder Bremen, es war der Gegner von der letzten Woche, Schalke. Schalke gehe ich auf 9. Schalke ist tabellarisch bockstark, muss man hier sagen, in diesen Formtabellen. Sie sind bei der 5er Tabelle nur in Anführungsstrichen 12. sind aber in der Dreier-Tabelle 3. Einer der wenigen Mannschaften, die 2 Siege in den letzten 3 Spielen geholt hat. Also das ist stark, das muss man honorieren. Jetzt muss man aber sagen, natürlich hat Schalke in der 5er-Tabelle jetzt noch 2 Niederlagen mehr. Daher setze ich nicht so hoch an. Man muss auch klar sagen, als Bremer-Fan weiß man das natürlich, der Sieg gegen Bremen, der war schon glücklich. Also das war jetzt nicht total unverdient, weil der Abwehr war stark von Schalke oder war besser wie Bremen, aber natürlich, dass sie es wirklich noch drehen und gewinnen, da war schon Glück dabei und ja, und auch ein bisschen die Bremen-Brille auf. Da sage ich ganz ruhig, 9. Platz, ihr seid in den Top 10, seid zufrieden Schalke und ihr habt noch alle Möglichkeiten, die Liga zu halten. Auf Platz 8, eine Mannschaft, die einen kleinen Absturz hat, die tabellarisch gar nicht so schlecht dastehen, die auch wirklich eine der positiven Sachen sind von der Bundesliga. Das ist der FSV Mainz 05. Sie haben aber jetzt verloren gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist eine gute Truppe inzwischen, aber das war schon sehr deutlich, das war schon erstaunlich. So ist es aber oft. Man gewinnt gegen Bayern, das nächste Spiel danach ist dann flotte Euphorie, gewinnt man da nicht. Mainz ist in der Dreierliga, in der Dreier-Tabelle meine ich, nur auf Platz 11. Das ist das, was mich erschüttert hat. Sie haben zwar Bayern geschlagen, wunderbar, geil, alles schön. Haben vorher nur gegen Köln, die jetzt auch wieder einen Aufwind haben, nur unentschieden gespielt und gegen Wolfsburg eine klare Klatsche bekommen hat. Darum stürzen sie auf die 8 zurück. Aber Mainz, was rede ich hier eigentlich? Spielt eine geile Saison. Was interessiert euch, was so ein Bremen-Fan sagt? Ganz klar. So, auf Platz 7 ist eine Mannschaft, die tatsächlich mit dem Trainerwechsel einen sehr guten Lauf hat, seit 4 Spielen nicht verloren hat. Das ist Stuttgart, VfB Stuttgart. Stuttgart sieht man hier in der 5er-Tabelle, sind sie auf Platz 10. Da haben sie ein Spiel verloren, 2 mal unentschieden, 2 mal gewonnen. Und in der 3er-Tabelle sind sie 7. Da haben sie halt 2 Unentschieden, die ihnen natürlich wehtut, also von den Punkten her. Wenn die dann noch einen Sieg mehr hätten, dann wären die im Powering deutlich höher. Aber das unfassbare 3-3 in Unterzahl gegen Stuttgart und da gegen Augsburg, ja, das war halt Not gegen Elend, das war halt Abschiedskampf pur. Da gegen Augsburg ist es immer schwierig und dann gegen Gladbach. Klar, Gladbach ist natürlich auch aktuell, glaube ich, ein sehr dankbarer Gegner, da geht gerade gar nichts. Aber Stuttgart hat es gemacht, das muss man machen. Sie sind seit 4 Spielen ungeschlagen. Da gibt es hier im Oberen, wenn man mal die 5. Tabelle anschaut, der 1. ist es, der 2. nicht, der 3. nicht, der 4. nicht, der 5. nicht. Der 6. platziert, das sind es 2 Mannschaften, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Es gibt nur 3 Mannschaften, die in den letzten 4 Spielen nicht verloren haben. Und da gehört Stuttgart dazu. Das ist
Chapeau. Und der SV Werder Bremen hätte so eine Quote mal sehr gerne gehabt. Nächster Platz, auf Platz 6, ist Union. Dauergast in der Top 10. Union ist einfach wie ähnlich wie Freiburg. Die machen einfach verdammt, verdammt viel richtig. Und sie sind in beiden Tabellen in der 5er wie in der 3er auf Platz 8. Haben letzten drei Spiele nicht verloren, haben dann einmal verloren, also haben auch 8 Punkte geholt, zweimal gewonnen, zwei unentschieden und einmal verloren, haben gegen Dortmund verloren, das kann man mal machen. Also ja, sie sind jetzt ein bisschen höher, wie sie in den zwei Tabellen sind, weil ich einfach die Kontinuität da sage, also Union kann jede Mannschaft in der Liga schlagen, das muss man so klar sagen, so irre wie es ist. Und Union kann aber auch gegen einige verlieren, weil Union sehr unattraktiv spielt, weil Union sehr viel auf Konter legt, Wert legt, wenig Ballbesitz, Umschaltmomente, das ist das moderne Fußballspiel, muss nicht immer attraktiv sein, aber Erfolg macht sexy Mikrofon, nicht wahr? So, auf Platz 5 habe ich, ja, Dortmund. Sie sind in der 5er Tabelle, 6er, in der 3er Tabelle, 3er. Die Truppe ist gefühlt von der Form fast stärker, würde ich sagen, aber die Ergebnisse fehlen. Also der Stuttgart-Spiel ist eine Katastrophe, das Dortmund-Spiel, klar, kann man sagen, Schiri war blöd, aber ich sage mal ganz ehrlich, und das ist, was mir in der ganzen Diskussion ein bisschen fehlt, come on. Gegen Bochum müsst ihr einfach so gewinnen. Da müsst ihr trotzdem schlechten Schiri trotzdem da gewinnen. Also das ist mir zu einfach, das ist nur auf den Schiri zu hauen. Natürlich tut es weh, natürlich nervt das, aber Dortmund, gewinnt eure Spiele, werdet Meister, let's do this. So, auf Platz 4, Red Bull Leipzig. Heute ist Mittwoch, als ich das Video drehe, das heißt, das Pokalspiel Freiburg-Leipzig ist ja schon mit drin. Sollte ja überhaupt keinen Einfluss haben, aber wer Freiburg 5-1 weghaut im Pokal, das ist stark. Aber wir schauen uns auf die Tabelle an und sie sind in beiden Tabellen, in der 5er wie in der 3er Tabelle, sind sie zweimal Vierter. Sie haben aus den letzten drei Spielen 6 Punkte geholt, haben gegen Leverkusen verloren. Leverkusen ist halt bock stark. Sonst haben sie zweimal gewonnen, gegen Augsburg und dann gegen Hoffenheim. Jetzt kann man sagen, ja, die zwei Gegner sind ja nicht so toll. Das stimmt schon, aber a win is a win. Und in den letzten 5 Spielen haben sie dreimal gewonnen. Ja, gegen ein starkes Mainz verloren und eben halt gegen Leverkusen, klar. Aber sonst haben sie alles gewonnen. Ihr Torverhältnis haben sie sogar weniger. In den letzten 5 Spielen haben sie nur 5 Tore geschossen, minus 2, aber 9 Punkte geholt. Das ist ja wohl Effektivität. Und die Truppe ist stark, wenn die fit ist. Also Csomagyi ist ja verletzt und Nkunku verletzt. Er war gesperrt, Csomagyi, Nkunku verletzt, Olmo verletzt. Also mit Olmo, mit Nkunku, mit Csomagyi, mit Werner. Dann haben sie noch einen Silber, dann haben sie noch einen Forsberg. Also offensiv, das ist eine geile Truppe. Also, und wenn die in Fahrt kommt, dann kann die jeden schlagen. Und die ist schon wirklich sehr gut in Fahrt und daher ein absolut berechtigter 4. Platz. 3. Platz und auch 2. Platz sind zwei Mannschaften, die individuell schwächer einzuschätzen sind wie Leipzig, aber mit der besseren Form. Und das ist Wolfsburg. Wolfsburg finde ich bockstark. Also wer Mainz 3-0 weghaut, das bewerte ich einfach höher. Da gibt es einen extra Boost, muss ich ehrlich sagen. Weil nämlich in der 5er Liga sind sie nur 5. Weil sie halt die letzten 3 Spiele in dieser Tabelle quasi nur 2 Punkte geholt haben. Gegen Augsburg nicht gewonnen. Gegen Gladbach verloren, was eigentlich gar nicht geht. Und gegen Wolfsburg, aber gegen Leverkusen einen Punkt geholt. Das kann man ja fast bejubeln. Aber in den letzten, in der 3er Liga sind sie halt letzten 3 Spiele umgeschlagen, plus sie haben halt 7 Punkte geholt. Das schafft nur Freiburg, schlägt da mehr. Ihr seht das ja, brauche ich nicht drumherum tun. Und in ein 8-1 Tore, 7 plus, das ist das beste Torverhältnis von der ganzen Liga in der 3er Gruppe. Also Respekt, hier auch 10 Tore geschossen in der 5er Tabelle. Da ist nur Dortmund stärker mit 12. Das ist richtig stark. Im Übrigen Bremen 9 geschossene Tore. Wir machen schon Tore, wir kriegen halt zu viel. Aber Wolfsburg absolut zu Recht, sehr hoch eingeschätzt, sehr gute Form, die Truppe ist stark und die Truppe ist auch hochinteressant. Ich mag den Kader und ja, da sollte eigentlich internationales Geschäft drin sein. Wir werden sehen, ob es klappt. Auf Platz 2 und somit ist dann auch Platz 1 klar, daher machen wir zuerst den Platz 1, damit es spannend wird. Nein, wir machen jetzt Platz 2, damit es nicht spannend wird, aber es wird trotzdem spannend. Ich spüre es, ich bin nervös. Platz 2 ist der Sportclub aus Freiburg. Und dann können wir es auch kurz machen. Eins ist natürlich Leverkusen, schon seit der Dauersieger. Aber reden wir kurz über Freiburg. Darum schieben wir es nochmal kurz zurück. Freiburg. Ja,
In der Dreier-Tabelle sind sie Erster. Alle drei Spiele gewonnen. Als einzige Mannschaft überhaupt. Und in der Fünfer-Tabelle sind sie nur Zweiter, weil sie halt ein Unentschieden da eine Niederlage haben. Und da reicht es ja nicht ganz für Leverkusen, weil Leverkusen eigentlich eine Niederlage gar nicht mehr kennt. Also ich weiß gar nicht, wann Leverkusen das letzte Mal ein Spiel verloren hat. Aber Freiburg, ja, haben jetzt Brühl kassiert den Pokal, aber das ist ein Powerlanking für die Bundesliga, da sieht mich der Pokal nicht. Und ja, was soll ich zu Freiburg sagen? Ich kann auf die Knie gehen und dann sagen, Chapeau Freiburg, bockstark, ihr macht so viel mehr richtig wie keine Ahnung, 90% der Liga, gibt Schulungen, macht irgendwelche Coachings, I don't know, macht die Bundesliga besser, denn alle, fast alle könnten von Freiburg sehr viel lernen. Ja, und Leverkusen, das Team der Rückrunde, kann man jetzt schon sagen, da gibt es immer den Meisterkampf von Dortmund gegen Bayern, aber eigentlich ist die beste Truppe Leverkusen, sage ich, die sind bockstark, die haben ein Tempo, die haben Tiefe, die haben 1 gegen 1 Availability, nee, Ability, ja. Lass es mir im Englisch, 1 zu 1 Fähigkeiten, Skills, Nutzworte, die du kennst. Geile Truppe, wirklich geile Truppe. Die wird wahrscheinlich komplett auseinandergekauft und Alonso wird wahrscheinlich noch nach Bayern wechseln. Machen Trainertausch. Ich sag's heute zuvor. Heute hört es als erstes. Alonso und Tuchel, sie machen eine Trainer-Rochade, I don't know. Es wird ein Wahnsinn. Es wird Wahnsinn. Also Alonso wird definitiv der nächste FC Bayern München Trainer. Da halte ich mich fest. Egal wie lange es mit Tuchel dauert, Alonso ist danach der Cheftrainer. Und zum Abschluss vergleichen wir nochmal den Verlauf der letzten drei Power Rankings. Da sieht man Leverkusen 3 times in a row. Sehr stark. Freiburg sieht man hier klar die Kurve nach oben. Dortmund springt hin und her, ist auch interessant. Wolfsburg auch von nichts, von auf 6 auf die 3, das ist stark. Leipzig bleibt immer, hat auch eine Wellenbewegung. Dortmund ist die gleiche Wellenbewegung, das habe ich schon erwähnt. Union hat den Abwärtstrend gepackt. Stuttgart hat auch hier einen Aufwärtstrend, der ist erstaunlich langsam. Haben sie fast mehr verdient. Mainz ist auch Pam, from Zero to Hero to Zero. Ja, ist übertrieben, aber so ungefähr. Schalke ist in Top 10, Wahnsinn. Und FC Bayern München kommt von 3 den Abstand ins Niemandsland und ist back a little bit in business. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern, darum kein Moin oder ein Tschüss zur Verabschiedung, sondern Servus.